Große Emotion in der Virtual Bundesliga. Die Spieler von Bayer Leverkusen übertreiben es dann aber doch etwas. Als erstes lässt sich Marvin Hinz wegen des Zeitspiels seines Gegners zu folgendem Zitat hinreißen. Ich hab Mongo. Teamkollege Fabian Decker setzte nach dem späten Treffer von Kiel noch einen drauf. Man verliert das Spiel noch. Vielleicht sollten sich die beiden mal ein Beispiel an Alexander Steinmetz nehmen. Der VfL-Zocker erlebte im Topspiel der Woche ein echtes Wechselbad der Gefühle, blieb dabei aber im Rahmen. Auf der PlayStation ging der Bochumer gegen Stuttgart schnell in Führung, baute die später aus, musste nach dem Anschlusstor des VfB aber noch zittern. Doch auf seinen Torwart war Verlass. Den Ausgleich kassierte der VfL auf der Xbox. Diesmal hieß es 2:1 für Stuttgarts Marcel Lutz. Die Entscheidung musste also im 2:2 fallen. Hinterseher schießt Bochum ins Glück. Stuttgart lässt am 11. Spieltag also die große Chance aus, sich an die Tabellenspitze zu stellen. Denn zuvor hatte Liga-Primus Bremen überraschend die erste Saisonniederlage erlitten. Auch hier stand es nach den Partien auf der PlayStation und der Xbox 3:3. So knapp ging es im 2:2 aber mal gar nicht zur Sache. Bremen ließ sich gnadenlos auskontern. Rebic mit dem frühen Doppelpack. Werder mit viel zu vielen Fehlern. Unrühmlicher Höhepunkt dieser Fehlpass von Pavlenka. Leipzigs Gulaschi wollte da wohl noch einen draufsetzen und brachte Gladbach so zurück ins Spiel. Die Borussia glich noch aus und holte sich anschließend auch die Partien 2 und 3. Ganz bitter gelaufen für RB. Ingolstadt Fürth hört sich erstmal nicht nach einem Leckerbissen an. Doch Greuther sorgt in der Virtual Bundesliga immer mehr für Furore. So wie hier mit Daniel Keita-Ruel. Dank des glatten 9:0-Siegs über den FCI sind die Franken in der Tabelle nun der bestplatzierte Zweitligist und auf gutem Weg Richtung Playoffs. Umgekehrt hocken ausgerechnet die rivalisierten Nürnberger auf dem 19. Rang und sind damit der am schlechtesten platzierte Erstligist.